Herzlich willkommen zu einem brandneuen Video oder Podcast, je nachdem, wo du das gerade hörst. Erik und ich werden nämlich zusammen auch einen Podcast starten. Das heißt, wir werden diese ganzen Aufnahmen, die wir hier bei mir auf dem YouTube-Kanal hochladen, auch als separaten Podcast hochladen, weil ganz viele Leute gefragt haben, hey, könnt ihr das nicht auch als Audiospur hochladen? Ich will es beim Autofahren, beim Joggen oder sonst wo hören. Das werden wir auf jeden Fall machen. Cool, worum geht es im heutigen Video? Im heutigen Video geht es darum, sollte ich meine Werbeanzeigen laufen lassen, wenn es nicht gut läuft, also das heißt, wenn das Business nicht gut läuft, wenn gerade Krisenzeiten sind oder ich vielleicht keine Leads generiere. Dazu haben wir ein paar wichtige Mindset-Ansätze einfach, die dir dabei helfen werden zu verstehen, was du wann, wie, wo machen kannst oder solltest, wie wir selber damit natürlich umgehen. Das oberste Ziel bei der ganzen Sache ist natürlich immer Profitabilität. Nichtsdestotrotz gibt es aber eine Zeitspanne, in der man Profitabilität berechnen kann oder sollte einfach, denn du wirst im Regelfall, je nachdem, was du für ein Angebot bewirbst, nicht immer sofort profitabel sein. Ja? Und dementsprechend ist es dann die Frage, lasse ich laufen, lasse ich nicht laufen, was soll ich machen? Und an der Stelle, Erik, schießt du erstmal los und danach ich. Wenn du für jeden investierten Euro 2 Euro zurückbekommst, wirst du nie wieder über Geld nachdenken müssen. Und wie du das hinbekommst mit CBO-Kampagnen auf Facebook, zeigen dir Erik Steigner und ich in unserem brandneuen Online-Kurs der CBO Mastery. Den Link dazu findest du direkt in der Beschreibung. Schau dir den direkt nach dem Interview an und sichere dir jetzt gleich einen Platz bei uns im Kurs, damit du lernst, wie du mit Facebook-Ads Märkte dominierst. Genau, also man muss ganz klar unterscheiden, ob du jetzt ein laufendes Projekt hast, ne, und du bist eigentlich mehr profitabel und auf einmal bist du nicht mehr profitabel und die Anzeigen gehen den Bach runter und du zahlst viel zu viel Geld. Wenn du das nach einer Woche immer noch hast, dann keine Frage, dreh die Anzeigen ab, schalte neu. Das ist ein anderes Thema. Das Hauptthema, was ich mich eigentlich jetzt mal kurz drücken kümmern will, ist schwierigen Zeiten. Also einfach Krisenzeiten wie die hier jetzt auch gerade. Ne, also einfach in Wirtschaftskrisen, wo du eigentlich andere Probleme hast, als Werbeanzeigen zu schalten und denkst auch, dass dein Markt andere Probleme hat, als jetzt deine Dienstleistung zu kaufen oder ein Produkt zu kaufen oder sich bei dir einen Termin zu buchen. Ne, weil Leute gerade echt anderes im Kopf haben. Und das bei mir ganz oft ankommt, die Frage, okay, schau mal, jetzt in schwierigen Zeiten soll ich die Anzeigen abdrehen? Und das ist ein Mindset-Problem. Überleg dir mal, was du damit deiner Zielgruppe eigentlich signalisierst, weil auch die wissen logischerweise, okay, gerade ist eine schwierige Zeit. Das hat jeder mitbekommen. Es gibt in jeder Wirtschaftskrise immer sowas. Und abdrehen signalisierst du deiner Zielgruppe damit, hey, schau mal, ich bin selbst nicht krisensicher. Weil ich drehe meine Anzeigen ab in der Krise. Wäre ich krisensicher, würde ich dem Stand halten, würde ich es weiterlaufen lassen. Das heißt, auch wenn du in der Zeit vielleicht mal, weil es Unterschied, ob ich komplett nicht profitabel bin, das ist ein ganz anderes Problem, oder wenn ich mal für eine Woche oder zwei nicht direkt profitabel bin. Das passiert jedem, das ist auch vollkommen normal, gerade in schwierigeren Zeiten. Wenn du aber in dieser Zeit deine Anzeigen abdrehst und es dir sich wert ist, sie weiterlaufen zu lassen oder zumindest nicht ein bisschen runterdrehst, dann signalisierst du deiner Zielgruppe damit ja eigentlich nur, hey, schau mal, ich bin selbst nicht krisensicher, wie sollst du denn bitte bei mir kaufen? Wenn ich in der Krise, wenn es schwieriger wird, wenn es teurer wird oder wenn es meine Sachen abdrehe, warum solltest du dann bitte zu mir kommen, wenn ich selbst nicht krisensicher bin und ich selbst dann alles über Bord werfe? Stattdessen, wenn du die weiterlaufen lässt, natürlich sollst du nicht 100.000 Euro in die Miesen gehen, ne? Aber bis zu einem gewissen Grad weiterlaufen lassen, jetzt Spend vielleicht ein bisschen runterdrehen zum Beispiel, aber einfach generell weiterhin für deine Zielgruppe präsent zu sein, die sehen dich trotzdem. Vielleicht kaufen die in dem Moment in der Woche nicht ganz so viel. Das ist ja vollkommen okay, dreh den Spend ein bisschen runter und bleib präsent, weil dann sehen die dich trotzdem wieder, vielleicht niedrigere Frequenz, aber die sehen dich trotzdem noch und die wissen, okay, schau mal, der ist immer noch da, der ist sicher. Das ist einfach ein ganz anderes Mindset, wenn die Leute dich immer noch sehen und sehen, du bist noch da, du bist noch präsent, du musst nicht alles über Bord werfen, es geht dir immer noch nach wie vor gut und das signalisiert Sicherheit. Die Leute kommen nach dem Ganzen, wenn die mental wieder freier sind, weil es kommt nach so einer Krise wieder gute Zeiten, kommen die, wenn die mental wieder freier sind, auch gerne zu dir, weil du warst einer der ganz wenigen, die noch präsent sind und nach wie vor die Message nach außen breiten. Auch wenn es vielleicht vermeintlich gerade schlechter läuft, du kannst es dir in ihren Augen erlauben und leisten auch vor allem, das trotzdem zu machen. Natürlich, wie bei allem, nicht unfassbar viel Geld raushauen, natürlich, aber den Spend ein bisschen runterdrehen und trotzdem präsent zu sein, ist immer ein ganz anderes Ding, was Mindset-technisch das Ganze angeht und signalisierst in der Zielgruppe, hey, ich bin sicher, zu mir kannst du kommen. So ist es. Also dazu habe ich ein paar Analogien noch zu erzählen, die einfach, die wichtig sind zu verstehen. Also was ich gemerkt habe, beispielsweise wir haben einen unserer Teilnehmer aus der Mastermind, der hat jetzt Werbung laufen lassen, der hat 600 Euro investiert, der hat knapp 20.000 Impressionen generiert, hat ungefähr
ja, hat seine 10, 15 Leads damit generiert, hat auch gute Telefonate gehabt, hat jetzt aber noch keinen direkten Abschluss gemacht. So, jetzt stellt er sich die Frage, naja, soll ich noch weiterlaufen lassen, soll ich nicht weiterlaufen lassen oder nicht? Und die Sache ist, wenn er das jetzt nur nach einem Abschluss berechnen würde in dem Sinne, dann kannst du dir natürlich denken, nee, brauchst du jetzt nicht weiterlaufen lassen, hast ja keinen Abschluss gemacht. Aber die Sache ist die, erstens, für wie viel verkaufst du dein Produkt? Wie hoch ist die Marge von deinem Produkt? Beziehungsweise wie hoch ist der Einkaufswert im Prinzip, wenn du beispielsweise E-Commerce machst? Und dann weißt du ja ganz genau, okay, ich habe schon Leads generiert, es kam jetzt vielleicht noch nicht zu einem Abschluss. Dann stellt sich die Frage, musst du vielleicht was an deinen Verkaufsskills anpassen? Solltest du vielleicht ein bisschen was an deiner Landingpage ändern? Solltest du vielleicht was an deiner Zielgruppe, an der Ansprache deiner Zielgruppe ändern, damit du eher kaufwilligere Leute ans Telefon kriegst? Oder liegt das Problem eher bei dir, dass du die Leute nicht zu einem Abschluss bekommst, weil es dir einfach an den gewissen verkäuferischen Fähigkeiten fehlt oder weil du gewisse Einwände nicht behandelt bekommst? Das ist immer wichtig, weil die meisten Leute suchen die Probleme im Außen. Und du musst aber bitte ehrlich in die Reflexion gehen. Liegt es vielleicht an dir, dass du die Leute nicht konvertiert bekommst? Weil an sich kriegst du ja Leads, an sich kommt ja Geld rein, also kein Geld rein, sondern Leads kommen rein. Und an sich sehen dich auch Leute. Oftmals ist es auch so, man denkt, die Leute nehmen einen nicht wahr. Aber was danach passiert ist, ich war beispielsweise mit einer anderen Gruppe in einem Telefonat und dann haben mich Leute gefragt, hey, das ist doch ein Kunde von dir. Was kostet denn das Coaching bei ihm? Ich habe ein paar Mal seine Werbung gesehen, das interessiert mich. Das heißt also, allein dieses Kommentar zeigt mir, Leute sehen es, Leute nehmen es wahr, Leute wollen, sie haben aber, denen hat noch ein, zwei Impulse gefehlt, ja. Die hätten die Werbung noch zwei, dreimal länger oder öfter sehen müssen, die müssten sie vielleicht mal von einem anderen Blickwinkel sehen, eine andere Ansprache, vielleicht ein anderes Video, bis die dann tatsächlich sagen, okay, ich mache es jetzt. Das heißt, eine Retargeting-Kampagne aufsetzen macht definitiv Sinn da, ja. Und wirklich zu sagen, ich höre nicht zu früh auf, sondern ich lasse weiterlaufen und schaue dann wirklich an. Das heißt, wenn du beispielsweise ein Hochpreis-Coaching für 5.000 verkaufst, dann dreh nicht nach 600 Euro ab. Wenn du Leads generierst und du kriegst Leute ans Telefon, dann lass mal weiterlaufen. Dann lass mal ruhig die 5.000 durchlaufen. Und wenn du nach den 5.000 keinen einzigen Abschluss gemacht hast, dann kannst du dir Gedanken machen, okay, jetzt habe ich 30, 40 Telefonate gehabt, keinen einzigen Abschluss gemacht. Okay, woran liegt es? Habe ich wirklich nur die falschen Leute am Telefon? Kann es aber eigentlich nicht sein, weil da ist immer ein, zwei Leute dabei, die kaufwillig sind. Das heißt, es liegt dann eher an dir. Wenn du aber wirklich merkst, okay, da kommt nichts rein, dann ist es wirklich die Ansprache, die du anpassen oder verändern musst. Ein weiteres Beispiel, was ich habe, ist ein E-Commerce-Store, den ich beispielsweise gerade bewerbe von guten Freunden von mir. Die sind ziemlich groß im Einzelhandel unterwegs. Und dann haben wir mal angefangen. Wir hatten noch keine Daten gehabt, ja. Die haben online ein paar Verkäufe gemacht, aber nicht viele. Die wollten da jetzt wirklich anfangen, haben gesagt, hier sind mal 1.000 Euro, leg los. Und ich habe mir gedacht, okay, wir haben keine Kundendaten bisher, die wir hochladen können. Wir haben keinen Pixel, der gut vollgesaugt ist mit Informationen. Wir müssen komplett von vorne anfangen. Wir müssen komplett alles neu machen im Prinzip. Und ich habe mir gedacht, okay, mit 1.000 Euro wird es vielleicht schwierig. Ich habe aber festgestellt, mit der Drei-Phasen-Strategie, die wir gefahren sind, haben wir relativ schnell passende Zielgruppen gefunden und relativ schnell die passende Ansprache gefunden für die. Das heißt, wir hatten natürlich einiges an Spend gehabt, der am Anfang für die Tonne war, in Anführungszeichen, weil wir so viel getestet haben und da keine Verkäufe bei rumgekommen sind. Nichtsdestotrotz konnten wir aber mit der Mini-Budget-Strategie, das heißt, indem wir einfach 2 bis 3 Euro pro Anzeigengruppe genommen haben, viele Anzeigengruppen und dann auf alle verschiedene Bilder, Textkombinationen und so weiter, verschiedene Produkte in den Vordergrund gestellt, konnten wir relativ schnell in einer Zielgruppe mit einer Kombination Verkäufe erzielen und in manchen ein paar. Das heißt, am Anfang waren wir dann, um eben das Produkt zu verkaufen, was beispielsweise 20 Euro kostet. Ja, es ist wichtig, das Produkt kostet 20 Euro, aber wir haben festgestellt, viele Leute nehmen zwei, drei Stück mit. Das heißt, wir haben einen durchschnittlichen Warenkorbwert von 60 bis 70 Euro. Das bedeutet also, wir hatten dann insgesamt durch den ganzen Spend, der halt durchs Testen draufgegangen ist, im Verhältnis zu dem Spend, der draufgegangen ist, um wirklich Käufer reinzuholen, hatten wir dann einen durchschnittlichen CPA, also Cost per Acquisition, was hat uns das gekostet, bis wir einen Verkauf ausgelöst haben, hatten wir 100 Euro gehabt und haben dann 70 Euro eben Warenkorbwert rausgeholt. Das heißt, wir waren 30 Euro eigentlich im Minus. Was habe ich dann aber gemacht? Ich habe all die abgedreht, die uns nichts gebracht haben, habe die weiterlaufen, die uns was gebracht hat, da weitere Variationen aufgesetzt, mehr Budget reingeholt. Und jetzt sind wir dann runter insgesamt, ne, das heißt, der insgesamte Wert von 100 Euro pro Verkauf sind wir runter auf 40 Euro pro Verkauf und holen jeden Tag immer mehr und mehr Verkäufe rein, wodurch
uns die Kosten pro Verkauf overall runtergehen. Warum? Weil diese eine Anzeigengruppe, diese eine Anzeigengruppe mit dem, mit der einen Variation, Bild, Textkombination, bringt uns im Schnitt für 13 Euro einen Verkauf. Ne? Jetzt sagt ihr ja, Nick, aber du hast ja gerade 40 Euro gesagt. Ja, 40 Euro ist overall von all dem, was wir investiert haben. Wie viel Euro haben wir da dann overall gezahlt, bis ein Verkauf zustande gekommen sind? 40. Aber eigentlich sind es hier nur 13. Das heißt, es geht darum, da jetzt wirklich dafür zu sorgen, die so viele Kombinationen zu finden, Zielgruppen, Bild, Video, Ansprache, Kombinationen zu finden, die für Verkäufe suchen und die dann nach und nach hochzuziehen. Dann geht der gesamte CPA geht dann nach und nach runter, ja, die Kosten für einen Verkauf. Während wir aber selbst bei 40 Euro pro Verkauf einen Warenkorbwert von 70 Euro haben. Das heißt, 30 Euro machen wir immer noch plus in dem Sinne. Da muss man natürlich gucken, was hat man noch für Kosten hinten dran. Das heißt, overall sind wir dann nur minimal im Plus, aber wir haben schon mal Kombinationen gefunden, die gut funktionieren. Und durch meine Erfahrung weiß ich, dass wenn wir mehr Geld investieren, noch mehr Verkäufe auslösen, dass wir dann immer weniger für den Verkauf zahlen werden und immer mehr Leute dazu bekommen werden, bei uns zu kaufen. Jetzt pass auf, selbst wenn wir, und das wissen wir hier, selbst wenn wir jetzt am Anfang nicht profitabel sind beim ersten Verkauf, selbst wenn wir 100 Euro zahlen würden, um einen 70-Euro-Verkauf auszulösen, haben wir über Monate hinweg festgestellt, dass all die Leute im Newsletter, ja, wenn wir denen einmal die Woche einen Newsletter rausschicken, dass sie dann wieder kaufen. Das heißt also, dass die meisten Leute Wiederkäufer sind. Das heißt, sie bestellen in diesem Shop ein- bis zweimal im Monat immer wieder für einen durchschnittlichen Warenkorbwert von 70 Euro. Das bedeutet also, wenn ich mir eine Person für 100 Euro einkaufe, kann ich im Schnitt davon ausgehen, dass sie in ihrer Lebensdauer, jetzt beispielsweise über ein Jahr hinweg, jeden Monat bei mir 70 Euro lässt. Das heißt also, das wären auf 10 Monate gerechnet, wären das 700 Euro auf 12 Monate, lass es mal 800 Euro sein. Dann kann ich ja mit gutem Gewissen 100 Euro investieren, um einen Verkauf zu erzielen, der mir nachher über Retargeting und über Newsletter-Marketing und selbst wenn es kein Newsletter-Marketing gibt, dadurch, dass es ein Verbrauchsprodukt ist, was wieder ausgeht, immer wieder kauft, habe ich einen hohen Customer Lifetime Value. Das bedeutet also, was ich mit diesem Beispiel sagen will, ist, das Geld wird im Backend verdient. Ja? Und da gebe ich dir jetzt, sage ich mal, das Wort rüber, Erik, zum Thema Backend, weil ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, den viele, viele vergessen, dass das meiste Geld verdient wird, sobald du den Kunden vielleicht teuer eingekauft hast, aber erst später noch mehr bei dir kauft oder die Leute jetzt von dir sehen und du erst sie später zu Kunden machst, weil sie sich erst später melden, wenn sie glauben, sie haben erst dann einen Bedarf oder erst zu dem späteren Zeitpunkt einen Bedarf. Und das ist halt eben das Coole daran. Das heißt, wenn du das weißt und das für dich mal festgestellt hast, weil bei mir war es ganz oft so, dass Leute gesagt haben, Nick, ich habe deine Werbung jetzt 12 Monate lang gesehen, ich habe mich erst jetzt gemeldet. Ja, was hätte ich denn gemacht, wenn ich meine Werbung nach einer Woche ausgestellt hätte, weil sich keiner gemeldet hat? Ja, also das passiert ganz, ganz oft. Das heißt, du musst da wirklich einmal ein bisschen kalkulieren, schauen, was kannst du allein nur für Omnipräsenz, allein nur, um gesehen zu werden, investieren. Ja, weil die meisten einfach zu sehr verwöhnt sind von Versprechen oder verwöhnt sind von manchmal von eigenen Ergebnissen, die sofort schnell, schnell, schnell kommen und passieren, aber halt auf Dauer nicht konstant sind. Ja, und diese Konstanz, die kommt irgendwann mit der Zeit, wenn du bestimmte Punkte in deinem Business miteinander verknüpft hast. Aber was viel wichtiger ist, ist die Frage, kennst du den Kundenwert, den du lebenslänglich hast an sich, also durchgängig immer wieder irgendwann hast? Und hast du überhaupt Produkte, Programme, die sich immer wieder verkaufen lassen oder die sich on top verkaufen lassen, um den Kundenwert zu erhöhen? An der Stelle, Erik, du noch abschließend. Ja, wie du auch schon gesagt hast, das Geld wird immer im Backend verdient. Und das gilt gerade extrem für wirklich Low-Ticket-Produkte. Also alles unter 1.000 Euro, unter 2.000 Euro. Alles, was quasi günstiger ist, so Sachen wie bei dir eben für 20 Euro, 49 Euro Kurse, 97 bei uns bei der CBO Mastery zum Beispiel. Ne? Das ist auch nichts, womit wir unfassbar viel Geld machen. Das ist aber gar nicht Sinn der Sache. Sondern es geht einfach nur darum, erstmal präsent zu sein, ne? Anzeigen nicht abdrehen, vor allem nicht in Krisenzeiten präsent sein. Überleg dir immer, was du machst, hat auch einen gewissen, sage ich mal, Einfluss auf deinen Markt, Einfluss auf deine Leute, die du eigentlich erreichen willst und du signalisierst mit allen Handlungen, die du machst, eben bestimmte Dinge. Wenn du abdrehst, wenn es schlechter läuft, signalisierst du, okay, dem geht es nicht so gut, der muss abdrehen, wenn irgendwas nicht ganz so gut läuft. Wenn du weiter da bleibst, wissen die, okay, der ist konstant da, bei dem läuft es gut, zu dem kann ich gehen, der signalisiert mir, es läuft stabil und langfristig.
solche Sachen. So, und dann ganz wichtig ist das Backend. Wenn Leute einmal von dir kaufen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie, wenn du zumindest gut geliefert hast, nochmal von dir kaufen, viel, viel höher als von jemand anderem. Ist ja logisch. Das heißt, wenn du jetzt irgendeine Lieblingsmarke hast und kaufst von der einmal was und bist krass begeistert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du von der noch was kaufst oder das gleiche auch nochmal in dem Fall zum Beispiel, viel höher, als dass du zu einer anderen Marke gehst. Ne, wenn du einmal eine Sache gefunden hast, egal ob das jetzt irgendwie Zahncreme, Shampoo ist, ob das jetzt ein Deo ist oder ob das einfach ein Online-Kurs ist. Wenn du einmal von irgendeiner Marke, von irgendeiner Brand, von irgendeiner Person eine Sache kaufst und du bist krass begeistert, weil die gutes Zeug liefern, die haben einen coolen Kurs gebaut, die liefern eigentlich gute Sachen, dass du eigentlich haben willst, du bist krass begeistert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du bei derselben Person, bei derselben Marke, bei derselben Brand, was auch immer, das gleiche Produkt oder was anderes nochmal kaufst, viel höher, als dass du zu einer anderen Marke rübergehst. Ist ja auch logisch, du bist ja auch krass begeistert, warum wechseln, wenn es dir da gut geht, ne? Und das ist der Grund, warum das Backend super wichtig ist. Es geht gar nicht darum, direkt mit dem ersten Verkauf jetzt einen, auf eine Woche rein, drei und vier wieder zurückzuholen. Das ist cool, wenn es passiert. Wenn es nicht passiert, überleg dir, okay, wie kannst du dann quasi Backend, also was die Backend eigentlich nur ist, ist quasi alles, was nach dem ersten Verkauf oder nach dem ersten Lead passiert. Alles dahinter ist quasi das Backend, sowas wie eine Mastermind, wo ja, Unternehmerkreis zusammen sich findet, wo alle schon gut verdienen, helfen sich gegenseitig, sowas. Oder noch High-End-Programme, High-End-Coachings, 1-zu-1-Betreuung, ein bisschen Done for You und so ein Kram. Das sind alles Sachen fürs Backend. Oder eben, wenn es wirklich mal um physische Sachen geht, dann ist auch ganz oft einfach noch mehr vom Gleichen oder noch andere Produkte, sowas. Das sind alles Backends. Alles, was nach dem ersten Verkauf passiert, nennt sich Backend. So. Und das ganz Wichtige ist, du bist nicht immer direkt profitabel ganz am Anfang. Das ist vollkommen okay. Du musst dir am Anfang leisten können. Und alles dahinter ist Bonus. Und dahinter kommen die Kunden, wenn du am Anfang gut lieferst, dann kommen die wieder und kaufen gerne wieder. Und deswegen sagen wir auch jedem, der zu uns reinkommt, die Mastermind oder in die höheren Coachings, Angebotsketten. Wir erstellen mit jedem unserer Kunden gemeinsam Angebotsketten, die einfach logisch Sinn machen und funktionieren. Weil auf der einen Seite bringt es dir mehr Geld, klar, weil Leute kaufen gerne mehr Produkte. Auf der anderen Seite löst du deren Probleme auf, wie viel besser. Die kaufen auch gerne, weil jedes Produkt löst ein neues Problem, das die gerade haben oder durch das vorher gekaufte Produkt entsteht. Wenn zum Beispiel bei uns jemand jetzt ein Produkt kauft, hat der bestimmte Probleme gehabt, die haben wir mit dem Produkt komplett aufgelöst, dann hat er ganz neue Probleme und kauft das entsprechend nächste Produkt. Ihm ist besser geholfen, ihm geht es besser, wir verdienen daran mehr Geld, ohne dafür gerade mehr ausgeben zu müssen. Und so läuft das mit dem Backend. Das geht bei physischen Sachen, das geht bei digitalen Sachen, das geht bei Dienstleistungen, das geht bei Service, das geht bei Agentur, das geht bei allem, was du irgendwo digital verkaufen kannst. Auch im Laden kannst du Sachen verkaufen. Deswegen gibt es manchmal Bundles, irgendwie 3-4-1 oder sonst was. Das sind auch teilweise Backend-Sachen. Oder wenn du dich zu irgendeinem komischen Newsletter anmeldest, kriegst du E-Mail. Das sind alles Backend-Geschichten, die passieren, um den Kundenwert zu steigern. Ein Kunde ist nicht ein Verkaufwert. Ein Kunde ist das, was er über die ganze Lebenszeit, wo er rein und raus geht, bei dir da lässt. Und wenn du dir das leisten kannst vorher, bist du profitabel. Damit beenden wir diese Folge auch hier, weil darüber könnte man natürlich stundenlang reden, aber ich denke, das ist eigentlich ein guter Anreiz zum Nachdenken einfach. Und wenn du dazu natürlich mehr wissen willst, dann findest du irgendwo in den Beschreibungen den Link, wo du entweder ein Gespräch mit Erik und mir buchen kannst, ja, oder anfangen kannst, dich einmal durch unser Backend durchzukaufen. Das heißt, du hast die O-Mastery zu kaufen, dann siehst du, wir haben da einen logisch konsequenten Upsell dahinter, kugelsichere Ads. Wir haben Zwischenverkäufe wie den perfekten Funnel als Order-Bump. Das heißt, du kannst auf dem Bestellformular nochmal Produkte versehen, die dafür sorgen, dass du da nochmal den Kundenwert erhöhst. Dann haben wir E-Mails, die automatisiert rausgehen an die Leute, die sie nochmal daran erinnern, die Zusatzverkäufe mitzunehmen und später auch Termine mit unserem Kundenberater zu buchen, der ihnen dann weitere hochpreisige Programme von uns anbieten kann, die nicht nur dem Kunden extrem helfen, sondern auch für uns natürlich nochmal den Kundenwert erhöhen, ja, was uns die Möglichkeit gibt, noch mehr in Werbung investieren zu können, um den Markt wirklich komplett einzunehmen. Noch eine kurze Sache, vielleicht bevor wir gleich das Ganze beenden, ist, wie kommst du auf ein Backend? Weil auch viele haben das schon im Kopf, Backend macht Sinn, ja, Upsells, aber die wissen gar nicht, was sie eigentlich als Upsell machen sollen, weil sie im ersten Produkt schon all out gehen. Das ist eigentlich ganz simpel, überleg dir mal, welche Probleme könnte denn dein, also normalerweise hast du in den Markt reingehst. Das ist, dazu doch eine neue Folge machen einfach. Die Idee ist gar nicht so verkehrt, weil ich glaube, das wird wieder ein bisschen längerer Talk. Deswegen freue dich gleich auf die nächste Folge. Das wird, glaube ich, ziemlich cool. Also, wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Wenn du für jeden investierten Euro 2 Euro zurückbekommst, wirst du nie wieder über Geld nachdenken müssen. Und wie du das hinbekommst mit CBO-Kampagnen auf Facebook, zeigen dir Erik Steigner und ich in unserem brandneuen Online-Kurs der CBO Mastery. Den Link dazu findest du direkt in der Beschreibung. Schau dir den direkt nach dem Interview an und sichere dir jetzt gleich einen Platz bei uns im Kurs, damit du lernst, wie du mit Facebook-Ads Märkte dominierst.